Welche Entwicklung nimmt die Medizin und die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren und was muss der Arzt tun, um Unternehmer zu sein? Diese und weitere spannende Fragen besprechen wir heute mit unserem in unserem Podcast mit meinem Interviewpartner Professor Dr. Klaus Goda. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast unterstützen wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support. Aber auch erfahrene und etablierte Mediziner finden hier kostbare Informationen für die Praxis und fürs Unternehmen. Unser Anspruch, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info@businessdoc.online. Ja, freue mich wirklich sehr, heute Herrn Professor Dr. Klaus Goda begrüßen zu dürfen. Er ist uns live zugeschaltet aus seinem Urlaub. Er hat sich Zeit genommen für uns. Herzlichen Dank nochmal und herzliche Grüße an den Gardasee. Ja, guten Tag und auch herzlich willkommen und sehr gerne stehe ich Ihnen natürlich für das Interview zur Verfügung. Bevor es jetzt losgeht und mit unserem Frage- und Antwortspiel, würde ich Sie gerne nochmal für alle, die Sie nicht kennen und damit man auch weiß, mit wem wir heute sprechen, nochmal offiziell vorstellen. Dr. Klaus Goda ist Hausarzt, verheiratet, hat einen Sohn, lebt zurzeit in Neuss. In den entsprechenden Fachausschüssen von Kreistag und Stadtrat gilt er als Experte für Gesundheits- und Sozialpolitik und tritt seit Jahren vehement für die Belange des Mittelstandes ein. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin, niedergelassen in einer hausärztlichen Praxis, wie wir gerade gesagt haben, seit 1990 in Neuss. Er ist ehemaliger ärztlicher Geschäftsführer der Bundesärztekammer, Kreistagsabgeordneter im Rheinkreis Neuss mit Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialpolitik. Er ist Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU, Mitglied im gesundheitspolitischen Arbeitskreis der CDU in Nordrhein-Westfalen, stellvertretender Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung in Neuss und langjähriges Mitglied des Hartmann-Bund-Landesvorstandes und außerdem noch ärztlicher Beirat der IC-Wirtschaftsberatung. Also nochmal, Herr Dr. Goda, herzlich willkommen, freue mich wirklich sehr, bei den ganzen Dingen, die Sie sonst noch machen, dass Sie sich Zeit nehmen, in unserem Urlaub die Fragen zu beantworten und zur Verfügung zu stehen. Wenn wir einfach mal einsteigen mit Ihren Worten, was machen Sie heute beruflich, privat, wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Also der Tagesablauf in der Praxis in Neuss, das ist halt eben eine typische allgemeinärztliche Hausarztpraxis, sieht so aus, Vormittags- und Nachmittags-Sprechstunden, wobei natürlich gerade unter der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion sollte man denn die Sprechstundenzeiten offiziell von 20 auf 25 Stunden pro Woche erhöhen. Das ist natürlich ein Witz, weil jeder niedergelassene Arzt mit einer großen Praxis arbeitet selbstverständlich mehr als 25 Stunden in seiner Praxis. Ja. Da kommen Sie leicht eher auf das Doppelte. Weicht die tatsächliche Arbeitszeit in der Praxis bei fast jedem Arzt davon ab, was an Sprechstundenzeiten auf dem Schild an der Tür steht. Ja, fast jeder Arzt, den ich kenne, hat seine üblichen Sprechstundenzeiten 8 oder 9 Uhr bis mittags um 12 und dann wieder von 16 bis 18, 19 Uhr. Meistens wird auch noch irgendwo eine Abendsprechstunde angeboten in der Woche, was auch sehr sinnvoll ist für Berufstätige. Wird auch immer alles sehr gut angenommen. An den freien Nachmittagen, wie zum Beispiel Mittwochnachmittag oder es gibt auch viele Praxen, die Freitagnachmittags zu haben, haben wir einen wirklich hervorragend organisierten ärztlichen Notfalldienst vom Ärztenamt Krankenhaus. Das ist auch heute natürlich der übliche Standard, am Wochenende natürlich auch fortgesetzt. Trotzdem nutzt man natürlich auch einen freien Mittwochnachmittag und einen Freitagnachmittag für Hausbesuche, für Visiten im Altenheim und natürlich für den doch erheblichen Schriftkram und die Bürokratie, die es in der Praxis halt eben gibt, die man mit einigermaßen Organisation dann doch auch ganz gut bewältigt bekommt. Okay. Wie schaffen Sie denn den Ausgleich? Also ich habe ja gerade Ihre Vita vorgelesen, das, was Sie auch gesundheitspolitisch oder politisch im Ehrenamt auch noch machen. Wie schaffen Sie einen Ausgleich? Also zwischen der Praxistätigkeit, dann dem sozialen, beruflichen Engagement. Sie haben Familie. Wie kriegen Sie es hin? Also zunächst einmal ist es in meiner Praxis so, dass ich seit 18 Jahren eine angestellte Dauerassistentin habe, eine Kollegin, mit der ich sehr, sehr gut zusammenarbeite, sehr vertrauensvoll,
die auch eine wirklich gute Medizin mit den gleichen Gedankengängen wie ich vollziehe. Diese Kollegin entlastet einen natürlich zeitlich schon mal enorm. Nur so geht das eigentlich, dass ich halt Zeit habe für die berufspolitischen und auch allgemeinpolitischen Ämter und Funktionen, die ich ausübe. Und es war eigentlich immer so, dass so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust geschlagen haben. Also einmal natürlich das ärztliche Wirken mit der Hand am Patienten und auf der anderen Seite natürlich auch einfach das Engagement im Allgemeinen, insbesondere natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch einfach für die Menschen vor Ort. Und deshalb habe ich eben entschlossen, für den Kreistag zu kandidieren, in dem Wahlbezirk, wo ich natürlich auch meine Praxis habe. Und ich denke mal, es trägt viel dazu bei, dass ich, gut, ich bin dreimal direkt wiedergewählt worden, mit einer sehr, sehr guten Stimmenzahl. Da freut man sich natürlich drüber. Man freut sich auch deshalb drüber, weil ich nicht der Typ des radikalen Apparatschicks bin, sondern einfach ein Hausarzt, der mitten im Leben steht. Und das wissen die Leute. Und ich glaube, das Stichwort ist da einfach Authentizität. Ja. Wenn die Menschen merken, man ist authentisch, dann finden sie eben auch das nötige Vertrauen zu einem. Ja. Sowohl als Arzt als auch Politiker. Und die Motivation ist für beides eigentlich gleich. Man möchte etwas für die Menschen tun. Berufspolitisch natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen. Sie hatten ja erwähnt, ich war 5 Jahre ärztlicher Geschäftsführer in unserer Bundesärztekammer und habe seinerzeit schon viel an der Novellierung der GEE mitgearbeitet. Wusste aber auch damals schon, dass das eigentlich größtenteils eine Arbeit für den Papierkorb ist, weil die politischen Restriktionen halt so groß sind, dass sehr, sehr schwer sein wird, dort eine neue GOE, die auch endlich mal der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst ist, zu entwickeln und auch dann durchzusetzen. Haben Sie denn die Hoffnung, wenn ich da kurz einsteigen darf, dass das jetzt bis zum Jahresende klappt, wie Herr Spahn sich das vorstellt? Das wird mit Sicherheit nicht zum Jahresende klappen. Okay. Man kann froh sein, wenn es zum Ende der Legislaturperiode funktioniert. Ich bin schon sehr froh, dass im Moment eigentlich federführend für die Novellierung der GOE Klaus Reinhardt, der Hartmann-Bund-Chef, Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer ist, der auch aus seiner praktischen Erfahrung als Hausarzt eben da sehr viel mit einbringen kann und versucht eben die verschiedensten Interessen der einzelnen Fachgruppen zu bündeln, was gelingt. Irgendwo da doch Solidarität unter den einzelnen Fachgruppen. Mit einer vernünftigen Moderation kann man das herstellen. Also die Arbeit auf ärztlicher Seite ist eigentlich getan. Jetzt heißt es nur noch, dass man jetzt eben mit Herrn Spahn als Gesundheitsminister das dann auch umsetzt und durch den Bundesrat bekommt. Da liegt meiner Ansicht nach die größte Hürde, weil natürlich die Länder über die Beihilfestellen Interesse daran haben, dass die Arztrechnungen möglichst niedrig ausfallen. Und wir Ärzte eigentlich ein sehr berechtigtes Interesse daran haben, dass unsere Arbeit in der Praxis dann auch mal endlich entsprechend gewürdigt wird und einfach mit der wirtschaftlichen Entwicklung auch mal ein bisschen mitzieht. Wenn wir noch mal kurz auf die Verhandlungen eingehen, glauben Sie denn, dass es sinnvoll ist, dass die Kommission, die sich ja gerade erst findet, auch noch mehr mit Praktikern, also mit Ärzten besetzt werden sollte und weniger mit Politikern? Ja, natürlich, in jedem Fall. Ja, weil wie will denn ein ärztlich unbeleckter Politiker überhaupt wissen, wie man die einzelnen ärztlichen Leistungen am Patienten bewerten soll? Also nur ein ganz einfaches Beispiel, der Hausbesuch bei einem Palliativpatienten. Das ist für einen Politiker, glaube ich, sehr schwierig, das überhaupt nachzuvollziehen, was auch alles mit sich zieht, auch an Organisationen und an ein grundlegendes Vertrauen erstmal des Patienten in den Arzt und dann natürlich eben die ganze Organisation, der Ablauf dieser Hausbesuche neben dem normalen Praxisalltag. Also es wäre sehr wünschenswert, wenn da mehr Fachkompetenz in die Gremien einziehen würde. Ja, das erinnert so ein bisschen an die Verhandlungen, die man auch hin und wieder mal in Krankenhäusern
auf Krankenhäuser trifft, wenn man die Verwaltung auf der einen Seite und die ärztlichen Direktoren auf der anderen Seite hat, die genau wissen, was der Patient braucht, was gefordert wird. Das wird, glaube ich, immer, wenn es um das Thema Mensch auf der einen Seite, Patient auf der anderen Seite, aber wirtschaftliche Kennzahlen auf der anderen Seite geht. Ich würde ganz gerne nochmal zurück zu Ihrer Person zu eine Frage stellen. Der Ausgleich, wir erwischen Sie jetzt gerade im Gardasee, Sie sind gerade im Urlaub, nehmen sich jetzt wieder trotzdem die Zeit. Ist so ein bisschen Arzt auch eine Berufung? Natürlich, selbstverständlich, das ist eine Berufung. Und man darf meiner Ansicht nach an den Beruf überhaupt nicht mit der Vorstellung herangehen, dass man Montag morgens um 9 Uhr mit der Arbeit beginnt, um 16 Uhr dann den Griffel fallen lässt und sich am Freitagmittag dann ins Wochenende verabschiedet. Mhm. Das geht an der Realität vorbei. Ist auf der anderen Seite aber eben gerade das Spannende, man kann sich ja doch die Zeit irgendwo dann auch selber einteilen. Und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man abends mal bis 21 Uhr in der Praxis ist, ja, wenn man auch bis 20 Uhr Patienten hat und dann noch eine Stunde den Schriftkram macht. Man hat dafür eben zum Beispiel dann ja auch die Möglichkeit, am Mittwochnachmittag Fortbildungen zu besuchen oder was anderes zu machen und am Wochenende eben auch. Ich denke, die ideale Voraussetzung dafür ist es, wenn man sich eine Praxis aufgebaut hat, dann doch recht schnell über ein Kooperationsmodell nachzudenken. Das heißt also, eine Kollegin oder einen Kollegen mit in die Praxis aufzunehmen, weil dann hat man natürlich noch mehr zeitliche Möglichkeiten und kann durch die Entlastung natürlich auch sehr vieles variieren und hat dann auch wirklich die Möglichkeit, nebenbei etwas zu machen. Natürlich ist es auf der einen Seite anstrengend, wenn man sehr viele Sitzungen und Termine hat und sehr oft auch in anderen Städten oder auch in anderen Ländern, wo man dann halt mit dem Flugzeug anreist. Aber für mich ist da schon der Punkt, wenn ich also in dem Flieger sitze und bekomme ein Tässchen Kaffee dort, dann beginnt für mich schon die Entspannung. Ich habe dann einfach mal bei so einem zweistündigen Flug Zeit, mal Zeitungen zu lesen und mal was durchzublättern. Also man muss da, denke ich mal, so ein bisschen die richtige Einstellung zu haben. Mhm. Dann ist es natürlich wichtig, dass man doch dann als Ausgleich mit Familie und Freunden sich halt eben, gerade mit Freunden eben auch oft trifft und sich austauscht und mit der Familie dann eben auch mal den einen oder anderen Urlaub macht. Ja. Ja. Die Urlaubszeiten sind natürlich sehr begrenzt. Das ist einmal Sommerurlaub und einmal Winterurlaub. Aber man kann ja auch versuchen, zwischendurch mal so ein Wochenende irgendwo Zeit zu nehmen oder frei zu nehmen und das mit einer Sitzung zu verbinden. Mhm. Es gibt da auch Sitzungen, wo man beides ja miteinander vereinbaren kann. Ich nehme nur mal jetzt den Deutschen Ärztetag. Ja. Dieses Jahr in Erfurt. Wunderschöne Stadt, hat man lange nicht mehr entdeckt. Da haben sie also wirklich, da geht es knallhart um die Berufspolitik. Und auf der anderen Seite haben sie aber einen wunderbaren Austausch da mit Kolleginnen und Kollegen, die wirklich von ihrem Geschäft was verstehen. Mhm. Das ist auch schon eine Art Ausgleich. Finde ich sehr schön, auch das Learning daraus zu sagen, es ist der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, also ich sag mal dieses konzentrierte Arbeiten, aber dann sehr schönes Beispiel, habe ich gerade bildlich vor mir gesehen, die Tasse Kaffee, die Ihnen gereicht wird oder die mir gereicht wird im Flieger, wenn man einfach diese Momente nutzt und dann auch entspannen kann und sich diese Momente dann zunutze macht, um sich zu erholen, ist letztendlich wie im Sport, ja, auch da gilt es immer, in der Pause wächst der Muskel, also dass ich Anspannung brauche und Entspannung eben auch haben kann. Ist das vielleicht auch die Richtung, die junge Mediziner denken sollten oder bedenken sollten? Also A, das Thema Kooperation, also zu sagen, ich tue mich, Sie haben es gerade schon angedeutet, vielleicht mit Kollegen, mit Kolleginnen zusammen, gründe eine Praxis beziehungsweise gründe eine Gemeinschaft. Und zum Zweiten, es gibt ja sehr viele, die Sorge haben, gibt es ganz viele Statistiken drüber, ich habe jetzt noch gelesen, dass viele Sorge haben dafür, zu viel zu arbeiten. Also zu sagen, ich gehe deshalb nicht in die eigene Praxis, weil ich will jetzt nicht 40, 45 Stunden in der Woche arbeiten. Wäre das die Lösung, zu sagen, schafft euch Mittel, Entspannung und Spannung und Anspannung und geht in die Kooperation? Ja, also ich denke, die
das ganze Thema kann man ja unter die Überschrift Work-Life-Balance setzen. Mhm. Das ist das Stichwort, was gerade im Krankenhaus natürlich zunächst die große Rolle spielt, weil natürlich jeder Kollege und jede Kollegin erst einmal nach dem Studium im Krankenhaus anfängt, seine Weiterbildung macht und seine ärztlichen Erfahrungen sammelt. Und viele Krankenhäuser suchen heute natürlich Ärzte und Ärztinnen. Es ist eine ganz andere Situation als noch vor 15 Jahren, wo ein Chefarzt halt täglich 30 Bewerbungen auf den Tisch bekam. Heute kann er froh sein, wenn er mal die eine oder andere gute Bewerbung hat. Früher hat der Chefarzt dann gesagt, nach dem Vorstellungsgespräch, Sie hören von mir. Heute ist es andersrum. Da sagt der Assistenzarzt zum Chefarzt, Sie hören von mir. Ja, genau. Ich hab zu dem Thema, schön, dass Sie es selbst ansprechen, einen Artikel gefunden von um die 90er Jahre, muss das gewesen sein. Da ging es genau um das Thema, wo man Sie auch zitiert hat, wo einfach der Rahmen ganz anders war, ne? Wo tatsächlich Mediziner da waren. Also ich habe gelegen, irgendwas um 200.000 Medizinstudenten, die aber nicht wussten, wo sie hin sollten. Heute ist die Situation ja deutlich anders, ne? Auch systembedingt vielleicht. Ne? Richtig. Ja. Also wir hatten 1990 50.000 arbeitslose ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich hatte seinerzeit in der Bundesärztekammer, wo ich eine Arbeitsgruppe oder ein neues Dezernat eingerichtet mit dem Titel Ärztliche Arbeitslosigkeit, neue Berufsfelder für Ärzte und Ärzte. Es wurde ja immer von anderen paramedizinischen Berufen in unserem ärztlichen Stand irgendwo rumgewuselt, um zu sehen, was kann man da vielleicht noch abzwacken. Wir haben gesagt, wir machen das einfach mal andersrum und haben dann auch neue Berufszweige kreiert. Zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeit. Mhm. Wir haben also den medizinischen Fachjournalisten kreiert. Mhm. Wir haben den Produktmanager in der pharmazeutischen Industrie speziell auf Ärzte ausgerichtet, abseits der üblichen Felder MedWiss und klinische Forschung. Wer kann besser ein Medikament verkaufen, wenn er weiß, um was es da geht, als ein Arzt? Dann haben wir eben in Zusammenarbeit auch mit der Auslandsabteilung mit einigen europäischen Staaten verhandelt, dass arbeitslose deutsche Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel in England unterkamen. Mhm. Als wir unsere AIP-Zeiten hatten mit dem üppigen Gehalt von 1.500 im ersten Jahr und 1.750 im zweiten Jahr, geschuldet der ärztlichen Arbeitslosigkeit, da kann die Politik das ja mit den Ärzten machen, die Zeiten sind fast dann vorbei. Aber da haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr 2.000 arbeitslose deutsche Ärztinnen und Ärzte nach England zu verschiffen, sage ich mal, mit doppeltem Gehalt dort, konnten die als Junior oder Senior House Officer arbeiten. Die Zeiten waren voll auf die Weiterbildung hier in Deutschland anrechenbar. Und das englische Gesundheitssystem hat sich natürlich gefreut, weil es deutlich entlastet wurde. Also auch die EU, das ist überhaupt keine Einbahnstraße, ja, dass nur wir immer als Deutsche dort unseren Input geben oder die Zahlmeister sind, sondern wir können das auch sehr gut für unsere Zwecke nutzen. Es gibt heute vielfältige Angebote, also England immer noch, in der Schweiz und in anderen Ländern hat man durchaus da noch gute Möglichkeiten. Mhm. Aber die Zeiten haben sich geändert, nachdem eben halt viele der ursprünglich 12.000 Absolventen des Medizinstudiums irgendwo in einem anderen Arbeitsmarkt bei Versicherungen, bei Krankenkassen, in Start-up-Unternehmen verschwanden. Zudem sehr viele Frauen direkt in die Familiengründung gingen. Hatten wir zusammen mit der Tatsache, dass die Kapazitätenverordnung geändert wurde, wieder noch 9.000 Absolventen des Medizinstudiums hatten, davon 3.000 irgendwo wegdiffundiert sind. Das heißt, es kamen auf einmal nicht mehr wie früher 12.000 stellensuchende Kolleginnen und Kollegen auf dem Arbeitsmarkt an, sondern nur noch 6.000. Mhm. Damit natürlich mit der Ausbreitung des ärztlichen Angebotes
in Kliniken und in den Praxen haben wir heute eben einen Markt, der für die jungen Kolleginnen und Kollegen exzellent ist. Also heute kann man sich wirklich aussuchen, was mache ich denn, wo gehe ich denn hin? Und es ist absolut auch empfehlenswert, die eigene Praxis bei den jetzigen Bedingungen zu gründen oder eine Stelle in einer Praxis zu suchen. Wichtig ist meiner Ansicht nach, dass man auch dort erstmal ein vernünftiges persönliches Marketing betreibt. Mhm. Das heißt, man muss also sehen, dass man in dem Ort, in dem Stadtteil bekannt wird und sich da auch irgendwo sozial engagiert. Dann kann man also eigentlich schon von einer Garantie sprechen, dass die Praxis gut läuft. Und dann sollte man sich auch möglichst rasch überlegen, ob man das eben in einer Berufsausübungsgemeinschaft macht oder noch einen Arzt oder Ärztin mit reinnimmt, ja. Eine Gemeinschaftspraxis oder eine überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft bildet. Das lässt alles ja das vor 4 oder 5 Jahren geänderte Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, schreckliches Wort. Ja, 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 aber das lässt aber alles halt hinzu. Genau. Neue Kooperationsformen. Ja. Sind vielleicht auch genau das die Gründe, also dafür zunächst dann, ich nenne es jetzt mal überhitzter, überlagerter Gesundheits- oder zu viele Studenten, die abgegangen sind, zu viele Leute, die Medizin studiert haben, zu wenig Berufsmöglichkeiten, zu wenig Alternativen, die Aufweichung der letzten Jahre, gerade durch die gerade schon angesprochenen Gesetzesänderungen, dann natürlich auch ein veränderter Gesundheitsmarkt, eine Politik, die auch die Möglichkeiten innerhalb von Europa zugelassen hat. Ne? Auch da gibt es ja viele, die mittlerweile sagen, ich nehme das Wissen, was ich habe, die Ausbildung, die ich habe und gehe noch woanders hin, das, ohne das zu werten. Das ist ja eine Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Aber wenn ich jetzt hier gucke, wir haben ja tatsächlich irgendwann ein Problem im ambulanten Bereich. Also es gibt unterversorgte Gebiete, gerade für vermeintlich auch schwächer besetzte Gebiete in ländlichen Gebieten hier. Wir sind im Ruhrgebiet unterwegs, also da gibt es Bereiche im Sauerland, die sind gerade mit hausärztlicher Versorgung jetzt schon deutlich unterversorgt. Wobei es nie einen wirtschaftlichen Grund hätte. Sie haben es gerade gesagt. Also wenn ich in diese Region gehen würde, ich würde wirtschaftlich eine sehr gut funktionierende Praxis haben. Aber die Frage, vielleicht auch aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung heraus, warum ist das so schwierig zu sagen, wir gehen gerade in die ländlichen Gebiete? Das ist eine gute Frage, weil Sie heute natürlich gerade in den unterversorgten Gebieten jede Menge Förderungsangebote bekommen. Die Gemeinden tun ihren Teil dazu. Es gibt kaum eine Kommune in einem unterversorgten Gebiet, die ihnen nicht irgendwo entweder Räumlichkeiten zur Verfügung stellt oder einen Zuschuss gibt. Zudem auch die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen haben ja auch die Angebote. Also ich sag mal, wenn Sie sich heute in einem unterversorgten Gebiet niederlassen wollen, ist es leicht möglich, einen Zuschuss zur Praxisgründung in Höhe von zwischen 60 und 100.000 Euro zu erhalten. Das ist heute einfach die Realität. Hinzu kommt, dass natürlich entsprechende Anreize auch weiter geschafft werden durch die Politik. Ich erinnere mal daran, dass jetzt unser Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, ja gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass 10% von Medizinstudienplätzen in Nordrhein-Westfalen reserviert werden für junge Kolleginnen und Kollegen, die sich verpflichten, danach eben mindestens 10 oder 15 Jahre auf dem Land als Hausarzt oder Hausärztin zu arbeiten. Auch das ist natürlich eine vernünftige Sache, wo man eben schon ganz von Anfang an die richtige Richtung den jungen Kollegen an die Hand geben kann. Und dann auch die Möglichkeit damit geschaffen wird, dass dann diese Kolleginnen und Kollegen auch eine entsprechende Weiterbildung durchläuft, um sich dann möglichst schnell als Hausarzt oder Hausärztin dann auch dort niederzulassen. Mhm. Ich sage mal, auch warum muss man sich in einer Großstadt, nehmen wir mal Düsseldorf, dort mitten in der Stadt in der Nähe der Königsallee niederlassen? Da weiß ich, dass ich natürlich eine erhebliche Konkurrenz ringsherum habe. Ich behaupte mal, die gleiche Lebensqualität haben sie auch 20 Kilometer außerhalb. Wenn sie dann irgendwo aufs platte Land gehen, ich sag mal nach Jüchen oder Omerskirchen oder wie Sie eben sagten, im Sauerland,
auch aus dem Sauerland haben sie sehr schnell Großzentren in erreichbarer Nähe. Ja. Ja? Und mit einem guten kulturellen, schulischen Angebot und natürlich Freizeitwert, brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu unterhalten, wunderschöne Landschaft dort. Und so finden Sie in allen Regionen Deutschlands, bin ich überzeugt, eben auch gute Arbeitsplätze, wo Sie automatisch eigentlich eine Praxis zum Erfolg bringen, trotzdem in guter erreichbarer Nähe zu Großzentren mit entsprechenden kulturellen und sozialen Angeboten. Aber was ist es dann? Ist es dann tatsächlich die von Ihnen gerade schon angesprochene Work-Life-Balance, die Sorge, dass ich die nicht einhalten kann? Wir haben ja schon eine Änderung in dem Verhalten, im Arbeitsverhalten der Generation. Ich habe 3 Kinder, 2 davon 21 und 23. Das ist schon eine andere Generation. Ohne das auch zu werten, vielleicht ist die Generation vorher mit zu viel Arbeit ins Leben gegangen und hat Arbeit über alles gestellt. Jetzt beginnt das Leben so ein bisschen anders sich zu gestalten. Also auch durchaus mal zu sagen, ich möchte erst leben oder ich möchte während des Lebens schon viel mitnehmen und nicht erst, wenn ich 60, 65, 70 bin. Vermeintlich bin ich dann krank, kann ich das gar nicht mehr genießen. Also da hat es ja man sagt in Neudeutsch Mindset, eine Änderung gegeben. Also der Kopf macht ja sehr viel mit und man kriegt auch sehr viel mit. Ist das der Grund, warum man sagt, ich gehe nicht, verlasse nicht meine, ich nenne es jetzt mal sogar, Komfortzone der Stadt, wo ich alle kenne, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wo ich meine Freunde habe? Denn wirtschaftlich gesehen, Sie haben es gerade gesagt, ich bekomme Zuschüsse, ich habe eine tolle Region, Freizeitwert, also die weichen Standortfaktoren würden wahrscheinlich alle passen. Aber ich habe vielleicht Sorge, dass ich zu viel arbeiten muss. Ist das der Grund aus Ihrer Sicht? Das mag ein Teil davon sein. Das kann durchaus sein, dass gerade die jungen Kollegen da Angst vorhaben, dass so etwas dann in diese Richtung geht. Ich bin überzeugt davon, die beiden Grundlagen dafür, für dieses Denken oder das, was sich da in den letzten 10 Jahren geändert hat, das sind wirklich die beiden Faktoren. Einmal, wir haben keine ärztliche Arbeitslosigkeit mehr, sondern es werde händeringend wird eben nach Ärztinnen und Ärzten gesucht. Und das Zweite ist meiner Ansicht nach eben gepaart auch mit dieser Änderung der Kapazitätsverordnung, dass wir für die nächsten Jahre auch eine Situation haben, wo sich das nicht ändern wird. Selbst wenn Sie heute zum Beispiel anstatt 9.000 Studienplätzen wieder 12.000 Studienplätze anbieten würden, dauert es ja erstmal durchschnittliche 7 Jahre des Studiums und dann nochmal durchschnittliche 5 Jahre der Weiterbildung, bevor sich dann jemand, der sich heute entscheidet, das zu machen, in die Praxis gehen kann. Das heißt, es mindestens 12 Jahre müssen wir erstmal weiterdenken, bevor diese Reglementierungen greifen. Also ist das dann zu spät? Hätten wir dann im Umkehrschluss vor 6, 7 Jahren diese Änderungen sehen müssen und frühzeitig eingreifen müssen oder politisch hätte eingegriffen werden müssen? Die Ärzteschaft hat natürlich genau das immer gefordert und auch den Fingerzeig genau dorthin gesteckt. Aber die Politik reagiert ja erfahrungsgemäß immer dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ist dann einfach der Not geschuldet. Also Krankenhäuser, und ausgewogenes Angebot von Work-Life-Balance, Anbieter keiner mehr hin. Jetzt haben wir in Italien wahrscheinlich gerade die neuen Entwicklungen an den Krankenhäusern. Viele Leute ins Internet eingeschaltet am Gardasee. Ist gerade mit wo, Hörung? Ich höre Sie noch. Ja, jetzt sind wir wieder da. Ja? Jetzt hören Sie mich wieder? Ja, alles gut. Jetzt geht es wieder. Super, ja. Ich sage gerade schon, in Italien ist wahrscheinlich gerade die Mittagspause vorbei oder fängt gerade an, jetzt gucken alle ins Internet. Ja. Also, ich würde jetzt haben wir wieder eine Störung hier. So, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Super, ja. Also,
Jedes Krankenhaus ist heute absolut davon abhängig, Angebote für diese Work-Life-Balance zu machen. Das heißt, jedes Krankenhaus muss eine hauseigene Kita anbieten, damit die ganzen Kolleginnen ihre Kinder zum Beispiel doch tagsüber untergebracht wissen. 70% der Medizinstudenten sind heute weiblich. Diese Entwicklung setzt sich auch jetzt schon halt eben im Arbeitsleben bei den Ärztinnen fort. Das heißt, man muss genau darauf eingehen. Man muss eben Teilzeitangebote schaffen. Man muss Vergünstigungen und Hilfestellung jedweder Art in den Krankenhäusern anbieten, damit man die Kolleginnen dort auch eben hinlockt und auch ein gutes Angebot dort schafft. Auch zum Beispiel Hilfen bei der Weiterbildung oder beim kollegialen Austausch. Auch das ist eine Sache, wo man Ärztinnen und Ärzte sehr mit anzieht. Dann gelingt das, meine ich, auch eben in etwas entfernteren Gegenden. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, viele junge Menschen haben Angst, dass sie so ihren Freundeskreis oder das, was in der Großstadt halt eben sich bis dahin schon mal aufgebaut haben im persönlichen Umfeld, dass man das dann verlassen muss. Aber auch gerade mit der heutigen Mobilität über iPhone, Internet, schnelle Zug- und Flugverbindungen geht das meiner Ansicht nach doch recht gut, wenn man eben auch an den wirtschaftlichen Hintergrund denkt. Und in den unterversorgten Gebieten nochmal, also jede Kommune, kulturelle und soziale Angebote. Also ich denke, vielleicht ändert jetzt, weiß ich nicht, ob Sie mich noch hören. Ich dann auch ein bisschen die Mentalität und auch in etwas. So, nochmal. Jetzt wieder. Okay. Sie waren gerade bei der Mentalität, genau. Ja. Was ich noch ganz spannend finde, ist so ein bisschen dieses Thema, Sie haben es gerade schon angedeutet, auch die Möglichkeiten, die man hier hat und die sich auch in der Zukunft weiter ergeben werden, jetzt mal unabhängig vom Standort, in dem ich niedergelassen bin. Also ich nenne es jetzt mal dieses ganze Thema E-Health, Gesundheitsentwicklung, Digitalisierung, Systematisierung. Also viele sagen ja, alles das, was standardisiert werden kann, kann digitalisiert werden. Aber eben auch das Thema Telemedizin, Gesundheits-App, Gesundheitskarte. Ich habe gerade noch gelesen, dass auch das Thema Zeitplan, zwei Reformen der Großen Koalition, noch bis Ende 2018 soll dieses E-Health-Gesetz 2 Jahre vorgelegt werden, wo es nochmal zum Thema Zugang in eine einheitliche Gesundheitsversorgung geht und diese elektronische Patientenkarte in dieser Legislaturperiode auch noch kommen soll, weil man sagt, da hat man eben wunderbar die Daten des Patienten drauf und das erleichtert zukünftig eben ja auch die Diagnose, aber auch die Behandlung eines Patienten. Sind das so Formen, die auch dem Thema Niederlassung aus Ihrer Sicht und eigener Praxis deutlich entgegenkommen? Ich denke, genau dass das so ist. Es wird die ärztliche Arbeit deutlich erleichtern. Und auch gerade, wo wir das Thema unterversorgte Gebiete haben, wo sie natürlich auch einen gewaltigen Patientenansturm in den Praxen haben, bietet das natürlich tolle Möglichkeiten. Auch der, sagen wir mal, Fernbehandlung ist vielleicht das falsche Wort. Aber warum nicht einen Patienten auch mit einer Videosprechstunde beraten und behandeln? Wie gesagt, wenn man einmal so das Grundgerüst des Patienten kennt und seine Anamnese aufgelistet hat, in dem Computer hat, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, dass man auch über iPhone oder eben per Video auch miteinander kommuniziert und chattet und auch gute ärztliche Ratschläge erteilen kann. Die Ärztekammern und KV'n sind ja auch gerade dabei, speziell dafür neue Ziffern zu schaffen, damit man das auch entsprechend
eben abrechnen kann. Denn ohne vernünftige Abrechnung wird das natürlich kein Arzt dann auch anbieten und machen. Genau. Aber die technischen Möglichkeiten, die in einer rasanten Entwicklung ja gerade in den letzten Jahren fortschreiten, das wird doch eine Sache sein, an der kann gar kein Arzt mehr vorbei. Ja. Hm, genau. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt Probleme noch haben mit der Telematikstruktur und mit dem Anbinden dieser Gesundheitskarten. Aber die Grundidee, die Vernetzung auch zwischen niedergelassenen Kollegen, zwischen Krankenhäusern, Apotheken und natürlich dem Patienten, der immer im Mittelpunkt steht, das ist die Sache der Zukunft. Ja. Das lässt sich auch nicht aufhalten. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir da, das kommt auch immer wieder raus in den Gesprächen, die wir führen mit den Medizinern, dass wir diese Themen eben in den Vordergrund stellen werden in der Zukunft, weil man eben dann diese Zeit mehr für den Patienten nutzen kann und das Thema Digitalisierung für sich so einsetzt, wie es gedacht ist, also nicht ersetzend, sondern ergänzend zur Medizin, richtig, die man macht. Genau. Ja. Jetzt sind wir schon ungefähr 35 Minuten im Interview, die Zeit geht so schnell rum. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen hier stehen, aber wir begrenzen die ganze Sache immer so auf ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ja. Ich würde Ihnen gern zum Schluss noch mit Ihnen so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Machen wir immer zum Schluss. Die Zukunft der Medizin, wohin geht, entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Zunächst einmal wird es eine deutliche Verbesserung dieser eben diskutierten Work-Life-Balance geben. Mhm. Dann wird es eine deutliche Ausweitung eben von Telematikstrukturen, von IT, von Internet-Sprechstunden, Videosprechstunden etc. geben. Und es wird vor allen Dingen auch das Thema der Berufsausübungsgemeinschaften und Kooperationen sich erheblich ausweiten. Also ich glaube, der Einzelkämpfer in der Arztpraxis, den es heute vielfach noch gibt, das wird immer mehr in Richtung Kooperation gehen. Okay. Wenn Sie für sich so den Reset-Knopf in Ihrem Leben drücken würden, würden Sie gern was anders machen? Eigentlich vom Großen und Ganzen, also vom Grundgerüst her, nicht. Schön. Das höre ich sehr gerne, weil das heißt, auch den Weg, den Sie gewählt haben in der Medizin als Unternehmer, berufspolitisch und so weiter, das hat sich für Sie gelohnt. Also lohnen im Sinne von, das war die richtige Entscheidung. Sehr, sehr schön. Gibt es einen Ort auf dieser Welt, wo Sie gerne arbeiten und leben würden? Also einen Ort auf dieser Welt, wo Sie gerne arbeiten und leben würden? Das kann man jetzt nicht in einem Satz, glaube ich, beantworten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man seine ärztlichen Fähigkeiten auch einmal zum Beispiel in Entwicklungshilfe für eine Zeit lang anbieten kann oder auch in Gebieten, wo wir heute eben das Problem mit vielen Flüchtlingen haben. Also ich habe das gemacht. Ich war selbst in Afghanistan und in Pakistan und habe mich dort um kriegsverletzte Kinder bemüht. Das kann man aber leider immer nur eine Zeit lang machen, weil man seine Basis doch eben hier in Deutschland hat und hier seine Praxis aufgebaut hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel sich auch in der Schweiz als Arzt sehr wohl fühlen kann. Aber nach wie vor, wenn man seinen richtigen Platz gefunden hat und dort eben seine Praxis aufgebaut hat und auch eben sein ganzes Umfeld und dort auch natürlich als der immer noch der Hausarzt, der Doc, genau wie der Ortssheriff, das hier eben der Doc in dem Dorf oder im Stadtteil, das ist schon ganz befriedigend. Also kann man eigentlich jedem nur zuraten, wenn er seinen Platz gefunden hat, den dann auch richtig einzunehmen. Ja. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie in den letzten Jahren oder überhaupt in Ihrem Leben besonders mitgerissen erreicht hat, motiviert hat und den Sie als Tipp vielleicht weitergehen können, was Lesenswertes oder was Sehenswertes? Also ich habe natürlich in jungen Jahren, weil ich ein großer Romantik-Fan war,
mich mit der dortigen Literatur mal beschäftigt, die natürlich sehr anspruchsvoll ist, weil man immer wieder da hinterfragen und mitdenken muss. Mhm. Also ich sage mal, von Hoffmann Stahl bis hin zu Heinrich Heine als einem der letzten Romantiker. Ja, ja. Mhm. Damit begonnen, aber trotzdem, es waren immer sehr gute und spannende Sachen. Heute bevorzuge ich einfach, gerade jetzt im Urlaub, einfach mal Bücher, wo man komplett abschalten kann. Also einfach, einfach nur das gut konsumieren kann. Also ja. Ich lese gerade von Tess Gerritsen den Krimi Totengrund. Sehr empfehlenswert, war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, schön. Oder zum Beispiel das Monglen-Spiel, auch ein spannendes Buch, wo sie von Anfang bis zum Ende einfach dann da dranbleiben. Und ja. In Filmen finde ich es schön, einfach so ohne zu denken mal so konsumieren, wie natürlich Klassiker. Nehmen wir mal Kill Bill oder Pulp Fiction oder natürlich Blues Brothers. Ein wunderbarer Film. Sehr schön. Ja, sehr, sehr gut. Werden wir alles unten in die Shownotes verlinken, Ihre Hinweise, sehr schön, finde ich wirklich schön. Und auch da merkt man wieder Anspannung, Entspannung. Ne? Da ist wieder das Abschalten wichtig, einfach sich mal, ich nenne es jetzt mal eine Stunde berieseln lassen, ja. Auch gar nicht verkehrt. Und zum Schluss nochmal die Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig. Hätten Sie jemanden, den Sie uns hier für diesen Podcast empfehlen können? Gerne aus dem Bereich der Medizin, aber natürlich auch aus anderen Bereichen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal Dinge außerhalb der Medizin betrachtet. Aber natürlich auch gerne jemanden, der medizinisch verbunden ist. Ja, also da fallen mir auf Anhieb mal drei Menschen in meinem Umfeld ein, die ich auch persönlich kennenlernen durfte. Es sind alles drei Nichtärzte, okay. Die sich aber mit diesen Themen sehr speziell befassen müssen. Als erstes ist hier unser Landrat im Rheinkreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, der im Moment gerade die Fusion der beiden Kreiskrankenhäuser mit den städtischen Kliniken in Neuss vorbereitet. Mhm. Aber die beiden Kreiskrankenhäuser, wo ich die Ehre hatte, auch für unsere Fraktion dann eben Chef im Verwaltungsrat der Krankenhäuser zu sein, sind noch kommunale Krankenhäuser. Und da müssen sich schon Experten eine ganze Menge Ideen machen, wie sie das denn erfolgreich führen. Und gerade auch Ideen machen, wie kriege ich denn da wirklich gute Ärztinnen und Ärzte in den Führungspositionen? Ja. Und wie kriege ich gerade eben junge Ärztinnen und Ärzte als Nachwuchs in diese Krankenhäuser? Mhm. Und da gibt es im Vielfalt die Angebote, die da entwickelt werden müssen. Und das Zweite ist unser ehemaliger Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, mit dem ich sehr oft die Freude hatte, weil wir langjährig schon befreundet sind, auch einzelne Themen bis ins kleinste Detail einmal durchzudiskutieren. Er hat eben von der nichtärztlichen Warte, aber eben zuständig für Gesundheitspolitik, da glaube ich sehr vieles gelernt und konnte auch einiges beginnen umzusetzen, sagen wir es mal so. Ja. Zum Beispiel Ausweitung der Pflegekräfte, sowohl in der Altenpflege als auch im Krankenhaus und sehr viele andere Themen, die eben nicht aus dem ärztlichen Berufsstand herkommen, aber das sind eben Leute, die verantwortlich sind, dass das für uns doch dann auch in die richtige Richtung geht und läuft. Ja. Und das würde ich durchaus als sehr spannend. Sehr gerne. Nochmal empfehlen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das gelingen würde, den Kontakt vielleicht herzustellen. Ich komme da wirklich, wenn gerne. Ich darf, nochmal auf Sie zu und wir schauen mal, ob das möglich ist, dass wir die beiden oder zumindest einen von beiden hier in dem Podcast machen. Herr Professor Goda, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir wollen auch die Italiener und die Leitung in Italien nicht weiter strapazieren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Fand ich hochspannend, gerade so die Kombination mit Ihrer Erfahrung, mit aber auch dieser beidseitigen Betrachtung als Politiker, der wirklich noch sehr aktiv ist, merkt man Ihnen an. Die leben ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl und auch dieses soziale Engagement, was dahinter steckt. Aber eben auch der Arzt, der immer noch sehr eng am Patienten ist und wie Sie es eingangs so schön gesagt haben, der auch den Draht zu den Patienten nie verloren hat, merkt man ihn an, wirklich toll. Ganz viele Inputs hier für die Zuhörer und Zuschauer. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
für alle die, die jetzt noch dabei sind, ich würde Sie bitten, dass wir zum Ende dieses Podcasts immer noch mal eine Bewertung bei iTunes oder YouTube bekommen. Denken Sie dran, das ist für uns ganz wichtig, denn nur so können wir erfahren, ob wir Dinge besser machen können oder ob wir was ändern wollen und wie wir immer wieder so interessante Gäste bekommen, wie jetzt Professor Dr. Klaus Goder und diese Empfehlungen darüber. Also bleiben Sie aktiv, bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was. Ihnen einen schönen Urlaub noch, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Tschüss. Danke, Herr Neumann, und auch Ihnen alles Gute. Tschüss.